durchgenommen Legend of Zelda, Link to the Past. Achtung, Produktplatzierung. Wie zum Beispiel Kisten. Wunderbar als Aufbewahrungsbehälter für Dinge. Unter anderem Dinge wie, und damit kommen wir zum Spiel. Achtung, die Kiste wird geöffnet, Regie muss bereit sein. Das passiert nur einmal im Spiel. Der Kompass. Du hast den Kompass gefunden. Und jetzt kann ich das Versteck des Kerkermeisters finden, was aber Quatsch ist, denn, seien wir doch mal ehrlich, es ist ganz unten. Wo wohnt denn so ein Kerkermeister? Natürlich ganz unten im Kerker. Ist doch irgendwie selbsterklärend. So, wir sind aber noch in K1 und müssen noch bis K11. Kommissare im Einsatz. Nein, wir müssen noch ganz nach unten natürlich. Wir haben aber auch noch keinen fetten Schlüssel. Der wartet auf uns. Oh, und jetzt wird es gerade interessant. Denn eben gerade hat mir der Chat auch noch mal einen kleinen Tipp gegeben. Ist ja nicht so, als ob ihr das nicht gerne macht. Und zwar kann ich mit dem magischen Pulver, was ich habe... Oh, das war aber nett. Das war gar nicht so beabsichtigt. Aber ich wollte eigentlich den roten Brummkreisel hier ansprühen. Oh, dann wird er nämlich zu einer Fee. Problem ist nur, jetzt, na, geht das nicht? Bei denen geht es gar nicht. Jetzt habe ich die Fee direkt eingesammelt. Na gut, ist aber durchaus noch später nützlich. Also gerade dann, wenn ich mal wieder eine Fee brauche, und das kommt ja durchaus mal vor, dann weiß ich jetzt, was zu tun gibt. Oh, was könnte denn hier nochmal... Jetzt, gute Frage, könnte ich hier nicht auch irgendwie mit dem... Hier war ich ja schon, verdammt, aber da bin ich auch nicht durchgekommen. Irgendwas muss hier... Irgendwas mache ich hier echt falsch. Muss ich hier von unten hochkommen? Was voll komisch ist, weil, wenn ihr mal guckt, da ist eigentlich auch kein weiteres... Aber ich habe die Karte auch noch nicht gefunden. Kann sein, dass ich deswegen hier das unten nicht erkennen kann. Aber eigentlich müsste da ja auch noch ein Raum sein jetzt. Sodass ich quasi wie von... Ja, hier von K4 auf K3 oder so. Irgendeine Möglichkeit, in diesen Raum zu kommen. Schwierig. Ich glaube, da ist irgendwas Wichtiges drin. Wäre ja nicht umsonst eine Kiste. Aber ich habe keine Idee, hier hinzukommen. Das wegzuschieben, wegzudrücken. Irgendwie an diese Kiste ranzukommen. Es geht einfach nicht. Okay, dann merke ich mir nochmal die Ecke. Es ist auf K1 ganz rechts. Oh, das probieren wir. Ich kann natürlich auch von oben, stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht bis eben, ich kann ja auch von oben kommen, das heißt, wenn ich jetzt einfach ein Stück weg höher gehe, mal kurz gucken, geht es hier nach oben? Auf 1S? Na, sieht aber auch nicht so aus, als wäre da noch irgendwie eine Möglichkeit, da runter zu springen. Naja, gut, wir werden es gleich erleben. Irgendwas wird passieren. Mann. So. Mann, du sollst das Ding... seht ihr es? Er trifft ihn nicht. Er will einfach nicht. So. Jetzt muss ich ja noch eine Bombe werfen. Damit der Schalter hier umgedreht wird. Oh. Ah. Okay. Gut. Warum... Jetzt will er wieder nicht runter. Da. Dann mache ich es halt so. Werfen geht scheinbar nicht über den... über die Mauer hier. Och. Ihr seht's aber, so ein bisschen Clipping-Fehler sind schon. Ich habe ihn bisher... Mehrfach hätte ich die Viecher treffen können. Hat bisher nie geklappt. Ist hier noch irgendwo eine Wand zum Einreißen? Nein. Zwei Bomben. Mal gucken, was passiert. Vielleicht hätte eine auch schon gereicht. Na, was ist der andere? Hier kommst du. Du kommst doch ganz sicher gleich. Da. Wie gerufen und nicht bestellt. Bombe, bringt das was? Reicht eine schon? Ja. Cool. Okay, nur noch mal. Ich weiß, ich habe es schon probiert, aber irgendwie, das sieht so aus, als müsste ich da was kaputt machen. Ja, vielleicht ist es auch nur, um jemanden zu irritieren, damit er denkt, er braucht die Bomben hierfür. Ist aber nicht so.
Ich lasse es mal bei Rot. Ich habe es leider nicht mehr im Kopf, was hier gleich für eine Farbe gebraucht wird. Rot. Okay. Ich checke immer jeden einzelnen Raum nochmal auf Bruchstellen, aber bisher auch keine gefunden. Hier war ich jetzt auch schon an vielen Ecken. Kurz mal gucken. Nach oben, bin ich hier schon mal nach oben gegangen? Ich glaube nicht. Das wäre natürlich... Oh, da sind noch neue Räume. Ja, das liegt daran, dass ich die blöde Karte nicht habe. Oh, nein, 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 Fehler. Ah, was mache ich jetzt? Hilfe. Na gut, da wollte ich ja eh hin. Deswegen ist die Ecke hier oben, damit man da schön landet und sich ärgert, dass man wieder komplett runtereiern muss. Moment, kurz vorher gucken, ob ich nicht vielleicht nach rechts muss. Ich glaube nicht, aber wir können es ja nochmal ausprobieren, ob nicht vielleicht hier irgendwas ist. Ach, das ist wieder die Ecke. Nein. Ach, immer dann, wenn man merkt, ich bin hier falsch. Ja, toll. Muss ich euch jetzt echt alle einzeln erledigen? Ich will doch nur nach rechts. Lasst mich doch einfach vorbei. Ich lasse euch auch in Frieden. Ah. Mann, ich dachte, du hörst jetzt gleich auf. Ich war mir so sicher. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Gleich blitzen sie. Ich trau mich nicht! Ich trau mich nicht! Na gut, so geht auch. Okay, die Ecke, die kennen wir ja mittlerweile. Huh. Oh, ich muss unbedingt darauf achten, dass ich... Na gut, aber ich brauche auf jeden Fall Energie. Vielleicht benutze ich jetzt gleich mal das magische Pulver hier. Vielleicht bringt es ja was bei dem. Gar nichts. Hier kann ich auch noch nach rechts. Ja, da habe ich ja vorhin rumgerätselt, wie ich da rüberkomme. Natürlich mit dem Haken, aber vorher erstmal die Gegner erledigen. Cool, ich kann sogar auf die Entfernung, selbst wenn sie gerade am Rumpritzeln sind, kann ich... Oh, 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 das wird ja immer besser. Und links ist auch noch eine Truhe. Ist das der Kompass? Ist das... Nee, es ist ein Schlüssel, aber kein großer, es ist ein normaler Schlüssel. Jetzt habe ich natürlich... Würde ich gerne rechts die Bombe nochmal legen. Und deswegen gehe ich hier hin und her, damit der Totenkopf wieder da ist. So. Ja, ihr sagt es mir gerade auch selbst, Enterhaken für die Quallen nehmen. Das ist mir bisher wirklich nicht bewusst gewesen. Ja, nee, hier kann man nichts machen. Jetzt habe ich einen weiteren Schlüssel. Oh, und einen neuen Raum. Das wird sicher gleich wichtig. Moment, was kommt da? Ich sehe es doch schon, das ist bestimmt wieder so ein großes Skelett. Jawohl. Pam! Ich kümmere mich gar nicht um dich. Und cool guys, don't look at explosions. Ah, geil. Okay, hier habe ich alles, was ich brauche. Ich will das aber... Ich will das als Link einsammeln. Muss ich einfach warten. Okay, eine Kiste. Mit Sicherheit kann man die Zunge ja auch noch lang ziehen. Ach, das ist ja alles... Kindergarten und die Karte. Oh, jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie ich da hinkomme, wo ich vorhin noch gerätselt habe.
Ja, okay, doch. Also ihr seht's hier, da geht's jetzt nach rechts, dann kommen wir wahrscheinlich irgendwie hoch zu dieser einen Problemstelle, an der wir vorhin waren. Kurz nochmal gucken, was ist hier unten noch? Hier ist noch ein Raum, hier sind noch vier Räume, hier ist der Endgegnerraum. Easy peasy. Zumindest auf der Karte. Ach so, dafür ist die da. Das brauche ich jetzt nicht. Ne? So? So? Bin ich an der falschen Richtung? So vielleicht? Ja. Endlich. Jetzt bin ich sehr gespannt, was da drin ist. Hoffentlich ist es der große Schlüssel. Es ist der große Schlüssel! It belongs in a museum. Super gut. Und wenn ich jetzt wieder hier runtergehe und dann weiter da nach links gehe, genau, so komme ich langsam dahin, dann kann ich zu den Arealen, die bisher verschlossen blieben. Wo sind sie eigentlich? Hier muss ich runtergehen, da muss ich noch eins runtergehen. Also zwei Stockwerke muss ich runtergehen. Gut, da bei der großen Kiste, da muss ich ja eh hin. Da ist dann auch die eine große Tür. Oh Mann, jetzt muss ich kurz nochmal nachdenken. Wo geht's runter? Vielleicht links, okay, ganz links. Ach komm, das war so cool. Kann ich denn nicht mal dafür einen Skillpunkt kriegen? So, jetzt will ich mal wissen, was bei dem das magische Pulver bringt. Gar nichts. Es hätte auch wenigstens irgendwas passieren können. Noch einer? Ah ja, wusste ich's doch. Du hast so ausgesehen. Okay. Wir wollen weiter runter. Aber das da rechts ist auch interessant. Ach nee, da kam ich ja her. Ich Idiot. Wir wollen ein weiteres Stockwerk runter. Nee, hier kam ich doch her. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Hier kam ich doch her. Das sah gerade so aus, als würde ich da runterkommen. Nee, dann muss ich ja wirklich runterspringen. Da ist alles. Okay. Kurz überlegen. So und dann so? Nee. So kann ich noch einen schieben? Das war klar. Kann ich den nach rechts schieben? Natürlich, aber das bringt mir ja nichts. Na gut. Dann gehen wir doch nochmal raus. Das versuchen wir nochmal neu. Ich war doch vorhin an der Kiste. Ich war vorhin an der Kiste. Wie kam ich dann nochmal? Bin ich von oben runtergefallen? Das könnte sein. Ich glaube, da oben konnte man runterfallen. Ja, ich glaube, so war das. Dann muss ich jetzt... Eigentlich, ich kann auch nach oben. Komm, dann gehen wir erstmal nach oben und gucken, was hinter dieser Tür ist. Wahrscheinlich geht es da weiter, nehme ich an. Ja, da geht es weiter. Da ist auch oben schon direkt ein weiteres großes... Tor. Da will ich aber noch nicht hin. Verdammt. Dich werde ich jetzt mit dem magischen Pulver besprühen. Oh. Na gut, das hat nicht funktioniert. Aber ich kriege ja gleich wieder eine neue Fee. Da, wo du hingehst, wartet immer eine weitere Fee auf mich. Solange ich magisches Pulver habe, habe ich eine Fee. Nein. Okay, ich warte hier. Oh, jetzt hat auch nichts gebracht. Warten ist auch nicht so gut. Komm her. Normalerweise willst du immer zu mir. Jetzt ist die eine Chance für dich, mich zu kriegen. Und stattdessen... Oh. Ich verbrauche original mehr Energie auf der Jagd nach der Fee. Ah. Hat doch hingehauen. Jetzt hätte ich aber trotzdem gern meine restlichen Leben wieder. Oh, da oben ist auch der Button, mit dem ich wieder zurückkomme. Oder, ganz kurz, ich könnte auch mal nach unten. Ich gehe gleich noch mal unten lang. Naja, da wollte ich zu viel. Da wollte ich ihn auch noch erledigen. Ich
würde die echt gerne töten, die nerven mich. Aber ich brauche sie eigentlich nicht. Und sie sind eigentlich auch nicht schwer. Man braucht nur Geduld. Und das ist ein Skill, den ich überhaupt nicht besitze. Na gut, jetzt gehen wir unten lang. Wir haben noch 10 Minuten, 11 Minuten. Ich schaffe es wahrscheinlich nicht mehr. Ha, ha, nicht runterfallen. Ha, okay, wieder hoch. Oh nein, hier ist sicherlich falsch. Ich muss hier hin. Hätte es mich erwischt? Ja, es hätte mich erwischt. Ihr Penner von Level-Designern, wirklich. Ihr seid... Mögt ihr von so einem Ring verfolgt werden in euren Träumen? Es hört einfach nicht auf. Es findet kein Ende. So, jetzt will ich nach links wieder. Dazu muss ich irgendwie aber auch erstmal das Tor aufkriegen. Ich hoffe, dass hier irgendwo ein Schlüssel ist, ein Druckknopf. Ansonsten muss ich es wohl mit dem Enterhaken machen. Aber ich glaube, hier war einer. Irgendwo hier rechts. Ja, da. Oh Gott. Eis ist immer scheiße, wirklich. Es gibt kein Eislevel, der Spaß macht. In keinem Spiel. Verdammt, genau das Falsche gemacht. Oh Mann, wenn ich da jetzt runterspringe, lande ich ganz sicher nicht da, wo ich will. Ah. Ja. Ey, mache ich gerade irgendwas falsch? Kann ich den einfach auch herziehen? Nee, dann muss ich das wirklich so machen. Oder ich muss da von links reinfallen. Ich habe vergessen, wie. Wo geht's denn hier lang? Ach komm, ich versuch's mal einfach andersrum. Ich gehe einfach schon mal hier oben lang. Vielleicht komme ich da ja über Umwege dann dorthin, wo ich will. Wahrscheinlich nicht. Ach, und so schon mal gar nicht. Aber es ist den Versuch wert. Oh, und dich hole ich mir mit meinem Pulver. Hier nehme ich mal die Lampe, weil die, glaube ich, weniger... Oh, es geht aber nicht. Oh, merkt ihr es? Da ist auch schon eine Möglichkeit, hier in den anderen Modus zu wechseln, in die andere Dimension. Das brauchen wir aber nicht. Das hilft uns leider im Moment gar nicht. Oh, schnell abhauen. Zu viele Gegner. Ja, mach doch. So. Ihr sagt mir zu Recht, mit der Bombe komme ich zu der großen Truhe. Das weiß ich, weil ich es ja schon mal gemacht habe. Aber was ich gerade irgendwie nicht ganz hinkriege, ist zu raffen. Och komm. Alter. Ich will doch gar nicht. Ach gut, ich will ja gar nicht hin. Was ich nicht raffe, ist, wie ich da nochmal hochkomme. Also von welchem Level ich oben runterspringen muss, damit ich da lande. K5. Also K4, das ist die Ecke, da wo auch die Leiter ist. Aber wie kam ich denn vorhin da nochmal hoch? Ich bin doch hoch und runter gelaufen bei dieser Leiter. Hier, dieser Ort, genau das meine ich. Und da kann man die Bombe benutzen. Das heißt, ich muss da hochkommen. Wie kam ich nochmal da hoch? Ich habe es ein bisschen vergessen. Bin ich vielleicht wirklich einfach runtergefallen? Komme ich jetzt nicht mehr hoch? Nein, das kann nicht sein. Na gut, okay. Wir machen es nochmal auf die ganz plumpe Tour. Ne, wir haben noch 7 Minuten. Ne, komm, scheiß. Die größte Truhe ist mir jetzt egal. Ich will jetzt den Endgegner sehen. Also, sie ist mir nicht egal. Du. Okay, euch mache ich jetzt alle platt. Das ist unglaublich, wie sie mich so nerven können. Ich hätte euch in Frieden gelassen. Ihr wolltet's nicht. Das habt ihr jetzt davon. Und geht's euch jetzt besser? Okay, das ist offensichtlich ein Druckknopf, der vielleicht, wenn ich eine Bombe hinlege. Nee, Bombe bringt auch nichts.
Vielleicht muss ich wirklich was in der Kiste finden. Nee, Hammer bringt's auch nicht. Man könnte, ach, natürlich. Ja, ja, jetzt habe ich eine Idee. Ich muss ja einfach nur das Skelett da drauf springen lassen. Oh, ist aber nicht mehr da jetzt. Na gut. Hier war ich zwar schon, aber vielleicht finde ich ja doch nochmal irgendwo ein Herz. Nee, natürlich, das habe ich ja schon alles eingesammelt. Verdammt, 6 Minuten, das schaffen wir nicht mehr. Ach, na gut, dann mache ich es nochmal ganz blöd. Zwar benutze ich den Spiegel, um an den Anfang zu kommen, und jetzt müssen wir alles eben nochmal machen. Es ist nicht einfach, der Eistempel. Oh, ich muss wirklich mit meinem Leben hausieren und aufpassen. Das ist, die wollen mir wirklich keine Chance geben hier. Ich habe zwar meine Feen, aber die brauche ich, glaube ich, für den Endgegnerkampf. Vielleicht schaffe ich es ja noch 5 Minuten. Ich weiß ungefähr, was ich machen muss. So schwer ist es eigentlich auch nicht. Ich muss eigentlich nur runter. Hier war ich natürlich schon. Okay, ich muss nach rechts. Glaube ich zumindest. Erstmal noch ein Stückwerk runter. Oh, sehr gute Idee. Erstmal die alle machen. Oh Gott, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt traue ich mich nicht mehr, die andere Waffe rauszuholen. Oh, das Herz. Natürlich. Das ist so eine Scheiße, dieses Spiel. Ist ein ganz gemeiner Hund. Wie es vorbeiwirft. Pam, pam. Da ist sie, die Fee. Nehme ich sie jetzt mit dem... Ja, ich glaube... So habe ich nämlich noch 2 extra Herzen. Vielleicht finde ich ja noch mehr Herzen irgendwie. Ah, oh nein, das ist die Ecke. Zu der wollte ich doch gar nicht. Ich finde heute einfach diesen Gang nicht mehr, mit dem ich runterspringen muss. Okay, hier geht's ein Stockwerk runter. Moment, ihr habt es mir auch schon gesagt. Eigentlich hätte ich mir auch denken können, so macht man die professionell kaputt. Hat nicht ganz hingehauen, aber es reicht ja auch so. Okay. Und vielleicht schaffe ich es in den 3 Minuten immerhin noch zum Endgegner, damit wir wieder abspeichern können. Okay, das hier habe ich 100 Mal schon gemacht, das ist es nicht. Das dauert. Oh, ich schreibe morgen Biologie-Abitur. Alter, dann geh jetzt mal gefälligst ins Bett. Fummel noch ein bisschen eine rum, damit du auch ganz sicher gehen kannst, morgen alles zu wissen. Und dann geht's aber ins Bett. Ich glaube, es hackt hier. Was willst du morgen sagen, wenn du dann, weiß ich nicht, 4,1 machst? Ja, aber der Simon hat auch gesagt, also man kann auch ohne Abitur. Was kann man ohne Abitur? Let's Player werden, ja, toll. Und dann? Was machst du die restlichen 40 Jahre deines Lebens? Ab jetzt ins Bett. Ich glaube, es hackt. Ich mag das. Ich glaube, ich werde ein sehr guter Vater. Okay,
Da haben wir es. Der Simon, der Teufelskerl. In atemberaubender Höchstgeschwindigkeit hat er es geschafft. Jetzt verliert er gleich noch ein Leben. Nee, doch nicht. Und jetzt geht er dahin, wo es wehtut. In den Level mit der Bodenplatte. Geh jetzt da runter. Och komm, das ist doch jetzt wirklich nur noch Scheiße, die ihr da... Ach komm jetzt. Nach unten. Aber warum? Warum geht denn das nicht jetzt? Oh, Pixel Hunting. Na endlich. So, diesmal machen wir es richtig. Hier wird die Bombe. Da, zack. Du kriegst ein Feuerding gegen den Latz. Und ich springe runter. Zack. 55 Sekunden haben wir noch. Da holt er die Kiste, die große Kiste. Er holt sie. Die blaue Rüstung. Damit machen dir gegnerische Angriffe weniger aus. Ach, da habe ich lang drauf gewartet. Das hat sich gelohnt, finde ich. Jetzt weiß ich natürlich immer noch nicht, wie ich beim Endgegner weiterkomme. Da, wo noch was fehlt. Ihr habt euch... Oh, Moment. Jetzt habe ich eine Idee. Hier muss ich hin. Das machen wir auch noch schnell. Wo ist denn der Schalter? Hier, ah, okay. Unten ist der Schalter. Wenn ich jetzt... Zack. Und Energie. Wo ist nochmal hier der Schalter? Wenn ich jetzt nämlich unten reingehe, ich weiß, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber... Ach, scheiße, ich schaff's nicht mehr. Okay, aber das machen wir noch. Kurz noch hier nach rechts. Ich will zumindest noch beim Endgegner ungefähr stehen. Und ich bin so nah dran. Oh, habt ihr gesehen, wie knapp das war? So, jetzt runter. Jetzt wieder hier die Nummer. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Ein Speedrunner würde es schaffen, aber nein. Simon Kretschmer bleibt an der Kante hängen. Der Bildschirm, der mir die Zeit anzeigt, ist rot. In Regiesprache bedeutet das... Ja, wir meinen... Ah, du Kacke! Wir meinen damit, du sollst zum Ende kommen. Aber Simon kann nicht zum Ende kommen. Simon will nicht. Es ist etwas Persönliches geworden. Ach, scheiße. Jetzt ist es gerade unglaublich dilettantisch. Ich schaffe es noch. Ich schaffe es wenigstens zum Endgegner, auch wenn ich den nicht besiegen kann. In den 0 Sekunden, die ich noch habe. Ah, gut. Gut. Bis dahin. Euch lasse ich stehen, weil ihr unwichtig seid. K4. Weiter. Schnell. Keine Zeit zu verlieren. Jetzt sind wir hier. Wo ist hier nochmal der Dödel, den ich drücken muss? Der ist hier, oder? Nein. Er ist hier. Natürlich. komm, ja. Nein. Ach so, gut. Ha. Habe ich ja. Komm, bitte geh runter. Das kann doch alles nicht euer Ernst sein. Ich weiß, Regie, wir müssen zum Ende kommen. Aber ihr seht doch, was hier passiert. Das sind übermenschliche Fähigkeiten, die abgerufen werden von mir. Quantum Break, wartet. Warum? Okay, dann ist es halt echt von hier. Ihr mit euren Treppen. Irgendwas ist schiefgelaufen. Das wollte ich doch gar nicht so. Ah, natürlich. Weil ich hier nämlich rein muss. Fast. Eine Minute noch. Vielleicht können wir die Werbung dann ein bisschen einfach kürzer machen. Die braucht doch kein Mensch. Oh nein, ich wollte eigentlich... Na gut. Ich wollte eigentlich nämlich hier diese... Dinger noch aktivieren. Mit dem Schalter. Renn bitte einfach runter. Irgendwie habe ich es aber vergessen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja, ich könnte hier wahrscheinlich in die Truhe, in diese großen Töpfe reinfallen. Das wäre schon sinnvoll. Na gut, okay. So, jetzt sind wir aber immerhin hier. Ich weiß zwar immer noch nicht, was man hier machen soll. Ach so, genau, ich lasse hier das Skelett drauf springen. Wir sind bereit. Ich speichere F2 und hier geht es dann beim nächsten Mal knallhart durchgenommen Legend of Zelda weiter. Ich weiß, es ist nicht unbedingt der Fortschritt, den ihr euch erwartet habt, aber dafür haben wir letztes Mal 2 Dungeons auf einmal abgesegnet. Deswegen kriegen wir das diesmal beim nächsten Mal, glaube ich, dann noch ein bisschen besser hin. Wir sind ja fast am Ende. 2 Kristalle fehlen noch.
das hier ist der letzte Endgegner für diesen Dungeon. Also da ist auch nicht mehr viel zu machen. Und jetzt gibt es, und darauf freue ich mich sehr, für euch Quantum Break, das neue Spiel von Remedy. Bleibt auf jeden Fall dran und guckt es euch an. Keine Angst, wir spoilern da nichts. Wir bleiben im ersten Kapitel. Und das Tutorial, wo storytechnisch ein bisschen viel erklärt wird, das lassen wir auch weg. Also könnt ihr relativ spoilerfrei euch einfach nur die Action angucken. Viel Spaß, bis gleich.